Auf dem Weg nach Rode Bay auf Grönland. Wer dahin will, braucht viel Zeit. Erst 4000 Kilometer durch die Luft und dann durch ungezählte Eisberge. Es ist Sommer. Hier lebt man nach dem Kalender, nicht nach der Uhr. Imaka, sagen die Inuit. Vielleicht. Kurz vor dem offenen Meer gibt es eine letzte Zuflucht. 40 Häuser, 50 Menschen, keine Autos, kein fließend Wasser. Die Holländer zogen hier in dieser flachen und geschützten Bucht schon vor 300 Jahren Wale an Land und bauten eine Handelsstation. Unsere Reise nach Grönland führt uns in zwei kleine Dörfer. Erst nach Rode Bay oberhalb des Polarkreises und dann nach Igaliku in den grünen Süden, dem Grönland seinen Namen verdankt. Nuka ist die schweigsame gute Seele von Rode Bay. Er ist der Mann, der dafür sorgt, dass die Flagge weht und alle ihren Platz finden. Aber auch die anderen sind pünktlich. Diesen Tag wollen sie nicht verpassen. Sie kommen von allen Seiten, 5 Generationen einer grönländischen Großfamilie. Sie sind Inuit und stolz darauf. Das war nicht immer so. Einschulung. 3 kleine Inuit sind heute die Helden des Tages. Ohne Selma und die 2 Jungs müsste die Schule schließen. Lehrer Harald hat jetzt insgesamt 6 Kinder im neuen Schuljahr. 4 ist das Minimum. Zum Schulbeginn trägt Selma die Tracht der Inuit-Frauen in klein. Alle bekommen einen Buchstaben zum Anfassen. In Grönland gilt das ABC seit 1850. In der letzten Reihe sitzt der deutsche Auswanderer Ingo. Nuka hantiert derweil leise in der Küche. Der Kicker dient zugleich als Kaffeetisch. In der ersten Schulstunde wechselt es hin und her zwischen Dänisch und Grönländisch, der Sprache mit den vielen Kuhs und den 50 Wörtern für Schnee. Lehrer Harald kommt aus Dänemark und bringt den Neuen bei, ihren Namen zu schreiben. Grönland war lange dänische Kolonie und steht erst seit 2009 auf eigenen Füßen. Seitdem gibt es wieder mehr grönländische Namen. Die beiden Jungs heißen Akisiak, Schneehuhn, und Inunquak, kleiner Mensch. Die Sprache der Ureinwohner war lange verpönt. In den 70ern stand sie eine Weile gar nicht auf dem Lehrplan. Das ändert sich gerade. Ganz bei der Sache sind Schneehuhn und kleiner Mensch am ersten Schultag noch nicht. Wo wird der Weg hinführen für diese Kinder vom Rande der Welt? Wir fragen den Bürgermeister. Ich sehe eine große Zukunft. Wir sind wenige und es ist ein so großes Land mit vielen Möglichkeiten. Können die Kinder hier bleiben oder müssen sie in einen größeren Ort? So oder so, sie werden eine große Zukunft haben. Auch wenn sie Pilot werden wollen oder Arzt? Alles, was sie werden wollen. Nuka verwandelt die Schule mit ein paar Handgriffen in den Altarraum. Er gehört zum öffentlichen Dienst von Rode Bay, wie fast alle erwachsenen Einwohner. Hausmeister bei der Schule ist sein Hauptjob. Noch lieber geht er fischen und jagen. Nuka kurbelt 18 Minuten lang, bis er die Leine an die Wasseroberfläche gezogen hat
Und das, ohne sich auch nur einmal die Stirn zu wischen. Die Technik ist robust und sehr einfach. Doch es geht nicht glatt heute. Da hat sich was verhakt. Das Meer ist einen Kilometer tief und entsprechend lang die Leine. Ein Teil ist offenbar verloren. Aber trotzdem hat sich der Beutezug gelohnt. Fisch Nummer 7 ist ein Heilbutt. 10 Kilo schwer und über einen Meter lang. Nuka neigt eher zu freundlichem Gleichmut, aber dieser Fisch lässt ihn richtig strahlen. Der Fischer wird an Land sehnlichst erwartet von zwei Hunden und einem Mann. Es ist der deutsche Auswanderer. Ingo kommt aus Thüringen und betreibt die alte Handelsstation als Restaurant. Nuka hat ihm in diesem Jahr schon eine halbe Tonne Fisch verkauft. Ingo hat mit seiner Frau Uta nach der Wende Deutschland verlassen und lebt den größten Teil des Jahres in Rode Bay. Er geht bis 10 Grad minus in Sandalen und passt schon deshalb gut hierher. Er spricht fließend Dänisch und leidlich Grönländisch. Ja, der Nuka hat mir erzählt, die Leine ist von einer Königskrabbe abgeschnitten worden. Und es fehlen mindestens noch 200 Haken. Er legt aber heute Abend eine neue Langleine aus. Die will er querlegen zu der anderen, ungefähr die Richtung, und hofft, dass er sie mit der anderen wieder hochbekommt. Aber da muss man schon richtiger Fischer sein, um da ja, das hochzubekommen. Also ich hätte da keine Ahnung davon. Wenn man sieht, wie sich in Deutschland 10 Sportfischer um einen einzigen Fisch drängen, der vielleicht sogar noch für sie ausgesetzt ist, dann ist das hier doch das reine Paradies. Das auf jeden Fall, ja. Ich lache ja schon immer, wenn ich mal in Deutschland bin, dann lächle ich immer. Ich meine, so Fischtheken schau, dann gibt es so kleine Filetchen vom Heilbutt oder vom Dorsch. Und die sind unheimlich teuer. Hier, normalerweise diese Größe wird gar nicht filetiert, das ist Deichhundefutter. Die Heilbutte hängen den Hunden den ganzen Tag vor der Nase. Sie sollen trocknen, als ideale Nahrung für den Winter, für lange Touren. Hunde in Rode Bay haben einen eher gemächlichen Sommer. Er kann aber auch die Hölle sein, denn ohne Eis keine Ausfahrten. Die Schlittenhunde können sich nicht selbst ihr Futter suchen. Ab einem Alter von 6 Monaten dürfen sie nicht mehr frei herumlaufen, denn sie könnten Menschen, vor allem Kindern, gefährlich werden. Angekettet sind sie auf Gedeih und Verderb ihrem Halter ausgeliefert. Lehrer Harald ist einer der wenigen im Ort, der seine Hunde krault. Allerdings gehorchen sie ihm auch nicht blind. Es macht einen Unterschied, ob man wie wir als Familie die Hunde für die Geselligkeit hält und für Transporte nutzt oder ob man sie beruflich braucht. Wenn die Fänger im Winter draußen auf dem Eis an ihren Langleinen arbeiten, dann kann das Eis aufbrechen. Und da ist es entscheidend, dass die Hunde gehorchen und sofort reagieren. Deshalb sind die mit sehr harter Hand abgerichtet. Dagegen sind unsere Hunde Schmusetiere, Familienhunde eben. Kehlehund, also Familienhund. Fast könnte man meinen, dies sei Bullabü in der Arktis, ein Idyll. Und wenn man jemals einen Sonnenuntergang im kleinen Dorf am Rande der Welt mit seinen 40 bunten Häusern erlebt hat, möchte man das wohl auch glauben. Wo
selbst der Friedhof Meerblick hat. Mit wandernden Eisbergen vor der Haustür und T-Shirt-Wetter Ende August. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil hier nichts wächst. Manche sagen, der Name Rode Bay, Rote Bucht, komme vom Schlachten der Wale. 100 Meter vom Ortsrand entfernt, dort, wo die Felsen sanft ins Meer abfallen, stehen zwei Winden, etwas rostig in Funktion. Die Bucht ist flach, wie geschaffen für das Anlanden von Walen. Der Rest eines Walrückgrats rottet still vor sich hin. Nur ein Knochen und die Videoaufnahmen des Amateurfilmers Ingo erinnern noch an die zwei Tage und Nächte des 1. Mai 2010, als dort ein riesiger, gerade erlegter Grönlandwal an Land gezogen wurde. 60 Tonnen schwer und 20 Meter lang. Das erste Mal seit 75 Jahren. So lange galt ein Fangverbot für den Grönlandwal. Als erstes schnitten die Fänger ein Rechteck aus dem Wal. Matak, Haut und Speck ist ein Leckerbissen und gilt als vitaminreicher Snack. Drei Kutter schoben den Wal, die Männer kurbelten. Die Flut half dabei, den Koloss langsam an Land zu bringen. Sie mussten sich beeilen. Ein Wal fängt nach 48 Stunden auf dem Trockenen an zu stinken. Alles an dem Tier ist gigantisch. Dies ist der Kopf. Das Fleisch wurde landesweit verkauft. Die Barten, so etwas wie die Zähne des Wales, und das Gerippe wanderten nach Kopenhagen ins Museum. Walfang ist für Grönländer Alltag. Vor allem die kleineren Exemplare kommen häufig auf den Tisch, so wie Rindfleisch bei uns. Die Kinder wachsen mit Wal- und Robbenfleisch als Nahrung auf. Jedenfalls in den kleinen Siedlungen, wo es noch Jäger und Fänger gibt. Die Großen lesen heute ein grönländisches Bilderbuch. Einmal in der Woche, am Mittwoch, unterrichtet Marianne in der Landessprache. Es geht in dem Buch um das Reisen mit dem offenen Boot und um eine Übernachtung im Zelt am Feuer. Nicoline ist 13 und die Lehrertochter, geboren in Dänemark. Ihr Grönländisch ist noch nicht ganz so flüssig wie das der 14-jährigen Mia, der Tochter des Bürgermeisters. Sie sind Freundinnen. Weißt du denn schon, was du werden willst? Nein. Irgendwas mit Tieren. Tierärztin? Nein, nicht Tierärztin. Eher jemand, der sich um Tiere kümmert. Und Mia, hast du schon einen Berufswunsch? Und welchen? Pilotin. Das habe ich nicht verstanden. Pilotin. Ah, Pilotin. Noch ein öfter Konfirmation. Sie können hier bis zur Konfirmation bleiben. Dann müssen sie in die Stadt, nach Ilulissat, und dort aufs Internat gehen. Auch wir nehmen Abschied von Rode Bay fürs Erste. Uns zieht es weiter in den Süden. Wir steigen um auf die Sarfak Ituk, den schwimmenden Omnibus der kleinen Leute, die sich das Flugzeug nicht leisten können oder an Orten wohnen, wo ein Flieger nicht landen kann. Der 70 Meter lange Eisbrecher, der von März bis Dezember die lange Küste bedient, wird uns in 3 Tagen 1000 Kilometer in den Süden bringen, dorthin, wo einst die Wikinger landeten. Die Navigation ist Gefühlssache. Eisberge können jederzeit kippen und Flutwellen auslösen. Bei Kapitän Wilhelm Petersen auf der Brücke gilt das Sechs-Augen-Prinzip. Diese Strecke ist etwas Besonderes. Wir müssen aufpassen, weil wir es hier mit einer Menge Eisberge und Schollen zu tun bekommen könnten.
Heute schwimmt nicht so sehr viel Eis, aber oft ist hier die ganze Bucht voll. Und wir müssen viel langsamer fahren und uns durch das Eis hindurchschleichen. Wie viel hilft das GPS? Hier hilft das nicht wirklich. Hier musst du stattdessen die Augen gebrauchen. Es ist besser, aus dem Fenster zu schauen, als nur auf das GPS. 2. Stopp im Fjord. Der Eisbrecher legt aber nicht an. Die Siedlung Kangamjut hat keinen Fähranleger und auch keinen Flugplatz. Das Schiff hält nur auf Bestellung. Übergesetzt wird im Beiboot. Bootsmann Jakob Larsen achtet darauf, dass alle Schwimmwesten und Rettungsanzüge angelegt haben. Manchmal ist es schwierig, zu dem Ort zu gelangen, wenn es stürmt, besonders im Winter. Bei Schneesturm mussten wir schon mal weiterfahren, bis zum nächsten Hafen. Bis dort sind es 250 Kilometer. Gerade mal 60.000 Menschen leben auf Grönland, der größten Insel der Welt. Kangamjut hat eine Schule, eine Kirche, einen Kindergarten, eine Fischfabrik, einen Supermarkt, einen Stromgenerator und Internet. In der letzten Generation ist es von 500 auf 300 Einwohner geschrumpft. Der Dampfer bringt Lebensmittel und Post und sorgt dafür, dass das Dorf den Kontakt zur Außenwelt nicht ganz verliert. Bootsmann Larsen drängt. Für den Aufenthalt in Kangamjut sind nur 25 Minuten vorgesehen. Schiffe kommen einem selten entgegen. Trotzdem passiert immer mal wieder etwas. Kollisionen hatten wir hier mehrere Male. Das letzte Mal war vor 2 Jahren, glaube ich, direkt vor Asiat, ein Buckelwal. Wenn sie direkt vor dem Schiff auftauchen, dann schafft man es nicht auszuweichen. Und wer nimmt Schaden, der Wal oder das Schiff? Der Wal. Dem Schiff passiert nichts. Und wie spürt man das? Ein kleiner Ruck geht durch das Boot, als wenn man gegen einen Eisbrocken fährt. Zu unserer Überraschung gibt es im grönländischen Sommer überall Blümchen. Den Süden erkennt man daran, dass hier Bäume wachsen. Zwar nur einige wenige, aber immerhin. Einer überragt sogar die Polizeiwache, wenn auch nur knapp. Auffällig ist auch, dass es hier spürbar wärmer ist als im Norden. Es gibt Gräser, Büsche, sogar Bienen. Sie sind aber erst mit dem Klimawandel gekommen, vor 15 Jahren. Eine bestimmte Rasse, die nordische braune Biene, war in Dänemark vom Aussterben bedroht. Hier entwickelt sie sich prächtig, mit Rekorderträgen von 50 Kilo pro Bienenvolk. Konkurrenz gibt es nicht, weder Hummeln noch wilde Bienen, aber viel Platz. Den Süden Grönlands überzieht kein Eispanzer. Dennoch, das Land ist karg, bis auf einige grüne Oasen und Hecken. Alles ist der Erde abgerungen, jedes Stückchen Wiese. Davon kann Familie Eggede ein Lied singen. Mickey Eggede fährt vom frühen Morgen bis zum späten Abend Heu ein. Von den 600 Schafen der Eggedes ist nichts zu sehen. Sie sind weit verstreut und fressen sich frei durch den Sommer. Mickey ist mit seinen 28 Jahren noch Junggeselle. Es mag manchen als einsames Leben erscheinen, aber ich finde, es ist das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Man hat die Freiheit, alles zu tun,
Man ist sein eigener Herr, wenn man Bauer ist. Mickey wohnt auf der anderen Hügelseite. Manche sagen, Igaliku sei das schönste Dorf Südgrönlands. 30 Jahre zuvor lebten noch 70 Menschen in Igaliku. Heute sind es genau 33. Vor 1000 Jahren siedelten hier die Wikinger. Sie lebten von Ackerbau und Viehzucht. Die Inuit Südgrönlands nahmen die Schafzucht erst vor 3 Generationen auf. Mickys Mutter Marlene, eine Inuit mit ein wenig dänischem Blut, hat 20 Jahre lang den Kaufmannsladen betrieben. Jetzt kümmert sie sich um Kranke und um ihren eigenen Gemüsegarten. Er ist ihr ganzer Stolz. Ein eigener Garten ist ein großer Luxus in Grönland. Viele Grönländer ernähren sich von Konserven und billigem Importfleisch, weil die einheimische Nahrung im Laden so teuer ist und längst nicht mehr alle jagen gehen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man richtiges Essen bekommt. Sonst kriegt man die typischen europäischen Zivilisationskrankheiten, die wir bislang auf Grönland nicht haben. Igaliku war zur Wikingerzeit ein Bischofssitz. Marlene wandelt auf alten Wegen. Die Steine der Dorfhäuser stammen aus den Ruinen der Kathedrale von anno 1200. Am Dorfrand legen Archäologen gerade ein Moor trocken. Der Bauer braucht das Land, deshalb müssen sie sich sputen. Georg Nygaard ist Grönlands Experte in Sachen arktischer Landwirtschaft. Hi. Hi, Marlene. Hi. Hallo Marlene, willkommen mal wieder auf unsere Ausgrabung. Wir haben eine archäologische Ausgrabung hier. Das hier war ja alles mal der Bischofsgarten. Wir haben im Moor sehr interessante Sachen gefunden. Die Feuchtigkeit hat das prima konserviert. Vor allem gut erhaltenes Holz und Tierknochen. Die Wikinger bleiben bis heute ein Rätsel. Sie kamen um das Jahr 1000 und verschwanden 400 Jahre später. Dort haben wir Korn gefunden und nicht nur Körner, sondern auch ganze Ähren. Sie haben Getreide angebaut, sie haben Gerste angebaut. Das tun wir ja auch, aber es reift schwer. Ja, das stimmt. Vermutlich konnte es damals reifen, da es ja etwas wärmer war. Wir glauben, dass sie Gerste anbauten, um Bier zu brauen. Das Dorf Igaliku steht als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Mit dem Boot ist es eine Stunde Fahrt bis zur landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Upernaviasuk, dem grünen Versuchsgarten Grönlands. Seit einem halben Jahrhundert experimentiert man hier mit Bäumen und Gräsern, arktischen Kartoffeln der Sorte Rapido, Kohlrabi, verschiedenen Kohlsorten, Salaten und Rhabarber. In der hintersten Ecke reift in einem Tunnelbau unter einer dicken Plastikplane eine kleine Sensation. Etwas, das es hier noch nie gegeben hat. Erdbeeren. Sie sind spät dran, es ist schon Ende August. Doch das ist kein Wunder bei einem Winter ohne Golfstrom und mit eisigen Winden aus Osten von minus 30 Grad. Die junge Bäuerin Asyarpa darf als erste kosten. Und, wie schmeckt's? Die schmecken richtig gut. Die schmecken richtig gut. Ja, frisch. Grau. Frisch und süß. Ja. Der Ob. Die Idee mit den Erdbeeren hatte Eva Paulsen. Er hat die Beeren gehegt, einen ganzen langen arktischen Sommer hindurch. Erdbeeren auf Grönland sind ein Anfang. Und wann ist mit Ananas in der Arktis zu rechnen? Ananas. Das klappt nicht. Das würde zu lange dauern, bis die reif sind. Ein ganzes Jahr. Vielleicht im Treibhaus. Habt ihr Tomaten?
Ja. Banane. Und Bananen? Banane. Nicht hier bei uns. Aber in der Stadt Nasak, da hat einer welche gezüchtet. Vor 5-6 Jahren. Sie waren aber so klein. Grönland ist ein Land der weiten Wege. Auch wenn die nächste Siedlung über eine Stunde mit dem Boot entfernt liegt, hat es sich herumgesprochen, dass es in diesem Versuchsgarten eine Premiere gibt. Wir haben frische grönländische Erdbeeren gekauft. Das ist ja wohl eine Sensation. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist ja das erste Jahr, dass sie Erdbeeren verkaufen und sie sind richtig prächtig. Was habt ihr noch? Wir haben 2 Kopfsalat gekauft und wir haben 4 Rübchen gekauft. Und Schnittlauch. Und Petersilie. Ich gehe davon aus, dass die ökologisch angebaut sind. Fantastisch, dass es Gemüse aus Grönland gibt. Zu uns müssen sie aus Europa importiert werden. Sie nehmen dabei oft Schaden. Es ist viel, viel besser, sie aus dem eigenen Land zu bekommen. Auf dem Rückweg von der Plantage plaudert auch der Kapitän Karl Orge Skorvor über Erdbeeren und Eisbeeren. Jüngst im vergangenen Sommer kam einer auf eine kleine Insel vor Igaliku, wo wir jetzt wieder hinfahren. Den habe ich sowohl mit meiner Videokamera gefilmt als auch fotografiert. Auf den Bildern sieht man, wie nah der Eisbär am Dorf Igaliku war. Immer wieder kommt es vor, dass Eisbären auf Eisschollen treiben und in der Schafregion des Südens anlanden. Kann man im Nebel Eisbären und Schafe verwechseln? Es wird eine Geschichte über einige Kinder aus einer Schafzüchterfamilie erzählt, die zu ihrer Mutter sagen: Mama, schau mal, welch großes Schaf dort draußen herumläuft. Aber das war ein Eisbär, der direkt vor ihrem Haus vorbeilief. Ich glaube allerdings nicht, dass man das verwechseln kann. Wenn man wie Schafzüchter Mickey am Rande der Welt leben will, muss man sich auch mit der kalten Jahreszeit anfreunden. Was ziehst du vor? Sommer oder Winter? Ich mag den Winter lieber, denn der Sommer ist so chaotisch. Da müssen wir immer eine ganze Menge schaffen, bevor es wieder Winter wird. Wir müssen ernten und neue Felder anlegen und den neuen Stall bauen. Der Winter ist dagegen meist eine stille Zeit. Rode Bay im späten Winter. Es hat sich nicht viel verändert, nur dass jetzt alles stillsteht, unter Schnee und Eis begraben. Selbst für Grönländer ist der Winter eine harte Zeit. Von den 40 Häusern von Rode Bay sind jetzt nur noch 10 bewohnt. Die wenigen Dorfbewohner, die den Temperaturen bis minus 40 Grad trotzen, freuen sich über das Osterläuten, die Frühjahrssonne nach der polaren Nacht und kleine Fluchten auf das Eis. Drei Stunden brauchen sie, um uns vom Flughafen abzuholen. Erst übers Eis und dann über die Berge. Auf dem Rückweg müssen die Hunde immer mal wieder eine Pause einlegen. Steen und die anderen pflegen ihre Hunde, aber die Peitsche ist immer dabei. Die Hunde sind so abgehärtet, dass sie bei jedem Wetter draußen schlafen. Auch auf dem zugefrorenen Nordmeer.
Wenn es zu steil wird, müssen die Passagiere absteigen. Diese Stelle ist gefährlich. Die Inuit nennen sie gebrochene Nase. Plötzlich gehen die Hunde mit einem unbemannten Schlitten durch. Einer unserer Hundeführer, Hans, erklärt uns den Umweg. Ist das hier die breite Bucht? Ja. Warum fahren wir nicht übers Eis? Das Eis ist nur so dünn. Am Ufer ist es so viel dicker. Wir steigen zu zweit auf einen Schlitten. Die Hundeführer bleiben gelassen. Die Ausreißer werden schon zurückkommen. Die Hunde rennen eine Stunde in hohem Tempo und schwitzen über die Zunge ab. Es ist der 8. April, Ostersonntag. Nur einer ist draußen und wechselt alle 5 Minuten die Hand, mit der er die Osterglocke schlägt, eine volle Stunde lang. Alle haben sich verkrochen in ihren Häusern, außer dem unermüdlichen Nuka. Matthias ist der Hilfspastor der Gemeinde. Er hat selbst in dieser Kirche geheiratet und hat hier 45 Hochzeiten und 20 Kindstaufen miterlebt. Und das in einem Dorf, das selten mehr als 50 Einwohner hatte. Die Menschen hier sind lutheranische Christen, so wie sie das von den Missionaren 1733 gelernt haben. Der begründet. Ich fing hier vor 25 Jahren an, hier in Rode Bay. Also hast du ein Jubiläum? Sorry, das habe ich nicht verstanden. Feierst du ein Jubiläum? Ja, am 27. Juli. Nur wenige gehen bei diesem Wetter vor die Tür, auch wenn Matthias wahrlich genug geläutet hat. Annemarie, die Frau des Bürgermeisters, Mia, ihre Tochter, der Bürgermeister Lars und Steen, einer der Hundeschlittenführer. Frohe Ostern. Beim Ostergottesdienst sind sie lieber unter sich. Das ändert sich gründlich beim Café Miek. Es gibt Kaffee, Kuchen und auch Hering. Alle sind willkommen bei der Lehrerfamilie. Die meisten Lehrer gehen nach einem Jahr wieder. Harald und Lene sind geblieben. 2007 zogen wir hierher und Steen und Taki und Hans waren so nett, uns zum Hundeschlittenrennen einzuladen. Aber niemand sagte uns, wie weit wir fahren sollten. Am Ende waren es 30 bis 40 Kilometer. Die anderen hatten 10, 12 oder sogar 14 Hunde, aber wir nur 5. Als sie längst am Ziel angekommen waren, kam ich eine Stunde später. Da hatten sie schon mehrere Tassen Kaffee getrunken. Wenn wir 7 Hunde haben und die anderen auch, dann können wir uns messen. Aber wenn die anderen doppelt so viele haben, dann wird es für uns reichlich eng. Aber auch nach 5 Jahren in Rode Bay verliert Harald immer noch beim Hunderennen gegen die einheimischen Männer. Bei den Frauen dagegen gewinnt fast immer Lene. Die Konkurrenz ist nicht so groß.
Weit draußen in der Bucht hackt Ingo aus Thüringen kleine Eisberge in transportable Brocken. Das Seeeis ist ungenießbar, weil zu salzhaltig. Die Eisberge bestehen dagegen aus Süßwasser. Ja, man rechnet zwischen 1000 und 10.000 Jahre. Es riecht eigentlich nicht, allerdings, wenn sich im Sommer das auf dem Meer freisetzt oder schmilzt, dann kann man es riechen. Dann der Sauerstoff, der eingeschlossene, das ist irgendwie das blanke Ozon, denke ich. Das ist genießbar auf jeden Fall. Sogar sehr gutes, sehr reines Trinkwasser und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch schon mal von diesem Wasser getrunken hat, ist relativ gering. Annemarie ist die Frau des Bürgermeisters und die Kindergärtnerin des Ortes. Woran sie da arbeitet, ist die traditionelle Tracht. Der Perlenumhang wiegt 1,3 Kilogramm und ist quasi ein Lebenswerk. Den Umhang soll mir, meine Tochter, ihr ganzes Leben tragen. Deshalb gebe ich mir so große Mühe, die Farben, die ihr gefallen, mit denen zu mischen, die mir gefallen. Ich bin noch lange nicht damit fertig. Wenn sie dann ein Kind bekommt, zur Taufe und zu anderen Feierlichkeiten, kann sie den tragen. Dieser Schuh, wir nennen Schuhe allgemein Kamik, ist aus Robbenfell gemacht, genauso wie die Sohle. Dieses Muster entsteht aus verschiedenen Formen und dann färben wir es in unterschiedlichen Farben. Sehr schwierig zu gestalten, aber sehr schön. Drin ist er gefüttert. Diese Hose nennen wir Takisut. Im Norden gibt es noch ein anderes Wort, Siokat. Das ist die Haut eines Hundes und die Knöpfe färbt man. Im grönländischen Dorf Rode Bay gibt es auch einen Unternehmer. Die Fischfabrik war eigentlich pleite, als Lars, der Bürgermeister, sie übernahm. Wir hängen die Heilbutte zum Trocknen auf, etwa einen Monat. Doch in diesem Jahr ist es extrem kalt gewesen. Ein Monat Trockenzeit ist noch nicht genug, das Fett ist noch nicht abgetropft. Lars hat die Fabrik vor 10 Jahren übernommen. Seine Geschäftsidee mit dem getrockneten Heilbutt war anfangs brillant, doch dann kam die Konkurrenz. Da kamen zwei Fabriken, die von Royal Greenland, die es schon gab, und dann Halibut Greenland, alle in Ilulissat, dem großen Ort hier in der Nähe. Und dann begann der Preis für Fisch zu steigen, zur großen Freude der Fischer natürlich. Wir haben es schwer, bei den Preisen mitzuhalten. Hier zu produzieren ist teuer. Köperfischken. Während Annemarie stickt und Lars sich über die Marktlage auslässt, turnt ihre Tochter Mia mit Lehrertochter Nicoline unter Anleitung von Lehrer Harald. Die Sportstunde findet in dem Gebäude statt, das auch als Kirche dient. Daran denke ich nicht. Wenn wir hier Gymnastik haben, dann sind der Altar und das Jesusbild hinter der Wand verstaut. Und am Wochenende wird es dann wieder zur Kirche.
Zu den wichtigsten Einrichtungen von Rode Bay, wo es kein fließendes Wasser gibt, gehört das Duschhaus. Über Ostern war es geschlossen. Jetzt herrscht an den Waschmaschinen und den einzigen Duschen des Ortes Hochbetrieb. Das bedeutet in Rode Bay, dass 6 Leute gleichzeitig kommen und gehen. Marianne trägt sich schon mal ein und wartet auf ihren Mann Taki. Was kostet es zu duschen? Es kostet 15 Kronen, etwa 2 Euro pro Person. Findest du das teuer? Nein, man kann ja 45 Minuten duschen. 20 Minuten. 20 Minuten. Alles wird ordentlich notiert. Wenn Lene und Harald mal die Decke auf den Kopf fällt, spannt Harald die Hunde an. Lene fährt dann ein Stück mit und geht stundenlang allein zu Fuß zurück. Es kann aber auch schwierig sein, hier zu wohnen, wenn man vorher ein sehr stressiges Leben hatte. Manche drehen schon nach einer Woche durch und wollen nur noch weg, weil ihnen der Ort zu klein ist. Aber wenn man länger hier lebt, wird man fast abhängig davon. Fühlt man sich klein gegenüber der Natur? Wir sind klein. Wir sind sehr klein. Wenn man in dieser Gegend eine Wanderung macht und Nebel aufkommt und es kalt ist, dann überlebt man nicht, falls man nicht nach Hause findet. Man ist sehr klein der Natur gegenüber. Es ist eben nicht so einfach, sich an das Leben in der Arktis zu gewöhnen, wo die Gräber ein halbes Jahr unter einer Schneedecke liegen und die meisten Blumen darauf aus Plastik sind. Wo die Wäsche bei jedem Wetter an der Leine hängt und dort trocknen muss, auch wenn es lange dauert. Wo es noch richtige Jahreszeiten gibt. Das Ende des langen Winters merkt man dann daran, dass Mitte Mai wieder Schiffe zwischen den Eisbergen auftauchen.